Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Thema Yamaha Display. Und zwar haben wir hier eines der neuesten Yamaha Displays von 2021. Wir haben hier ein Wähler Infinity und hier haben wir das ganze Yamaha System verbaut, das E-Bike System, und ich möchte euch ganz kurz das Display erklären. Und zwar, es ist relativ einfach. Wir haben hier die Stufen, die man verstellen kann. Nach oben und nach unten. Ihr seht, wir haben 4 Unterstützungsstufen. Kann das Ganze auch auf Off schalten, dass man es normal wie ein normales Velo fährt. Und ich sage immer, Eco ist immer so das Gewicht aufgehoben. Also das ist eigentlich eher das normale Velo, weil man den Widerstand und das Gewicht nicht mehr hat, und dann hat man dann noch 3 Unterstützungsstufen. Wir haben hier den Volk-Assistent, den kann man drücken, wenn man das Fahrrad den Berg hochschiebt, damit man das Gewicht wieder aufgehoben hat vom Fahrrad. Also das ist nicht sehr stark, sondern ein leichtes Schieben vom Motor. Dann haben wir hier die Lichttaste. Über die Lichttaste kann man selbstverständlich das Licht vorne und hinten einschalten. Man sieht es jetzt ganz schlecht, weil es zu hell ist hinten. Aber hier haben wir 2 Dioden. Ja, jetzt sieht man es ein bisschen, die leuchten. Dann haben wir hier gleichzeitig aber noch den Einschaltknopf. Und hier kann man das Licht natürlich wieder ausschalten. Ein bisschen schade hier, dass es nicht angezeigt wird, wenn das Licht ein- oder ausgeschaltet ist. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einen kleinen Einblick verschaffen. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr gerne fragen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Ihr habt es gleich kurz gesehen, wenn man 2 Sekunden hier drauf bleibt, zeigt es einem immer noch die Daten an. Der Trip letztes Mal, Range in dieser Unterstützungsstufe. Ich finde, das ist eigentlich fast das coolste Gadget. Hier zeigt es einem immer die Reichweite an, welche man erreichen kann mit der gewählten Unterstützungsstufe. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einen kleinen Einblick verschaffen. A-Mode, wow, das ist cool. Der A-Mode wird ein Automat sein, das heißt, ihr müsst die Stufen nicht mehr verstellen. Es wird automatisch nach dem Gang, den ihr ausgesucht habt, die Motorunterstützung zugeschaltet. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einen kleinen Einblick verschaffen. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr gerne schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und wenn ihr immer wieder News und Infos über E-Bikes haben möchtet, dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick verschaffen und wünsche euch einen wunderschönen Tag.